herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin hier unterwegs im schönen Schwarzwald. Wir sind so ein bisschen hinter Calw jetzt schon. Und ich bin hier unterwegs mit dem lieben Alex. Das ist ein Arbeitskollege von mir. Sitzt vor mir auf dem Motorrad. Wir können natürlich nicht miteinander reden, denn er hat kein Cardo- oder Sena-System, wie einige von euch das haben oder wie jetzt auch ich das Thema oder das Cardo-System habe. Und deshalb bin ich so ein bisschen Alleinunterhalter, sonst hätte ich gern mit Alex ein bisschen gesprochen während der Fahrt. Aber ist ja nicht schlimm. Ich wollte euch so ein bisschen mitnehmen in den schönen Schwarzwald. Gerade bei diesen Temperaturen ist beim Schwarzwald so, der oder diejenige von euch da draußen, die öfters im Harz oder in irgendwelchen Wäldern unterwegs sind, wisst ganz genau, warum ich hier fahre. Wir haben nicht diese extreme Hitze oder diese Wärme hier drin, sondern im Schwarzwald ist oft so, wir haben einfach, ja, schöne 24, 25 Grad, angenehme 24 Grad. Und das macht das Fahren auch wesentlich entspannter, finde ich. Vor allen Dingen, ich bin nicht der Mensch mit dieser Extremhitze, aber wenn man im Schwarzwald unterwegs ist, perfekt. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr natürlich Hitze mögt und ihr habt damit kein Problem, aber ihr seht auch, ich habe die dicke Jacke an, das heißt, es war ein bisschen zu warm an dem Tag, aber ehrlich gesagt, gut, ist halt so, beim nächsten Mal nehmen wir die andere Jacke mit. Ja, ich weiß auch, dass einige von euch schon mal ein paar Videos wollten, wo ich mal nur die Landschaft zeige. Und es ist immer ein bisschen schwierig, weil wenn man jetzt wirklich Videos dreht und man dreht die nur und redet nichts dabei, dann schaut man sich die Videos hinterher an und merkt halt oft, ja, okay, gut, ist zwar ein schönes Video von der Landschaft, aber nach 2-3 Minuten, zumindest wenn man jetzt so fährt, wie ich das gerade tue, geradeaus, ein bisschen links und rechts Wälder, ja, dann ist halt, es wird ziemlich schnell langweilig. Und deswegen habe ich mich da entgegen entschieden, so ein Video mal abzuladen, außer ihr möchtet unbedingt mal Serpentin oder sowas sehen. Gibt ja auch einige auf YouTube, die machen wirklich mit dem Spider so eine Serpentin Auffahrt. Und so eine Auffahrt in den Serpentin ist ja was anderes. Da kann ich finde, da genießt man dann so ein bisschen dieses Gas geben, Bremsen, Kurven fahren. Und ja, das ist der Grund, warum ich es hier halt nicht gemacht habe. Dennoch ein wunderschöner Tag. Wir haben an die 30 Grad bei uns. Und bei 30 Grad auf diesem Bock zu hocken, ist halt schon was Schönes. Noch schöner ist es natürlich, am Wasser zu sein. Aber wir haben gedacht, wir fahren jetzt mal so eine kleine Runde hier entlang. Übrigens, die Straße hier, die führt jetzt sozusagen, wenn mich nicht alles täuscht, sogar von Freudenstadt bis nach Pforzheim. Ich bin mir nicht ganz sicher, das ist eine lange Straße durchgehend. Wir sind irgendwo auf der Höhe von Calw unterwegs und kommen auch gleich an ein, ja, ich glaube hier links ist es sogar so ein großes, ja, so ein Fischteich, wo man dann selber angeln gehen kann. Natürlich muss man aber bei dem hier die Angel selber mitbringen. Ist nicht so einer, wo man einfach nur reinschmeißt und man kriegt alles Wort, sondern man muss alles selber mitbringen. Und so wie ich es verstanden habe vom Alex, der geht wohl öfters dahin, ist es nicht auch so, dass man nur eine Angel reinhebt und dann beißt was an, sondern braucht ein bisschen länger. Genau. Ja, was mir aufgefallen ist an der Spider, da wollte ich mit euch mal kurz drüber reden. Man hat ja verschiedene Materialien an der Spider und es ist so, dass wenn ich jetzt auf den Spider schaue, von hier oben drauf, dann seht ihr ja das schöne Schwarz Lackierte. Und das Schwarz Lackierte ist bei mir so, dass ich immer wieder
ja, wie ich so Fingerabdrücke habe und die kriege ich gar nicht richtig runter. Geht ihr daran mit Politur oder welche Lösung bzw. Mittel nehmt ihr, was tut ihr, damit diese Flecken sozusagen ja, sich auflösen oder weggehen? Weil ich finde, auch wenn man das Fahrzeug schön putzt, ich finde diese Flecken stören. Und es sind dann auch wie so kleine Mini-Kratzer, aber es sind keine Kratzer, weil mit was sollen da, oder wie sollen da Kratzer reinkommen, ja? Aber ich finde einfach, das stört ein bisschen und vielleicht habt ihr da den einen oder anderen Tipp, wie man diese schwarze Oberfläche, diese Glanzoberfläche wieder aufpoliert und ein bisschen schöner macht, damit es wieder anschaulich wird, auch nach dem Putzen sozusagen. Und genau, wollte ich euch mal fragen, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein, pingt mich an. Dann habe ich noch ein Thema, und zwar werden vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen sein, dass ich kein Instagram mehr benutze. Das hat mehrere Hintergründe. Instagram war noch nie meine Welt, zumindest nicht zum Thema YouTube und Verbindung. Instagram ist für mich oft so ein Thema, wo ich sage, ja gut, ich hab's halt. Aber so richtig kann ich mich damit nicht anfreunden, deswegen habe ich mein Konto löschen lassen. Ich muss mir mal überlegen, was man generell machen kann, weil viele haben mich ja über Instagram angeschrieben und haben gemeint, hey, haben mir Fragen gestellt und. Ich sag's euch ehrlich, ich habe Instagram privat und auch jetzt hier für den YouTube-Kanal. Zwei sind mir zu viel und mir reicht einer und ich bin da vielleicht einmal, zweimal am Tag drin. Das reicht mir auch für 5 bis 10 Minuten und mehr mache ich mit Instagram einfach nicht. Deswegen habe ich mich entschlossen, dieses Ding zu löschen. Einfach falls, ich weiß noch nicht, eine andere Idee, wie man mit mir kommunizieren kann. Ich werde mir was einfallen lassen, aber Instagram, da poste ich viel zu wenig um und mir macht auch überhaupt keinen Spaß, sag ich euch ehrlich, da irgendwas zu machen. Dann schneide ich lieber 4-mal mehr Videos oder mache ein Video, anstatt ich in Instagram irgendwelche Stories mache oder Bilder verlinke und. Obwohl ich sag, der liebe Spider-Sven und Spider-World, die haben ja viel geteilt da drin und ich habe das immer gern mitgeteilt. Aber sonst selbst habe ich da drin nie was gemacht und daher die Entscheidung. Genau. Ich würde sagen, ihr genießt so ein bisschen diese kleine Ausfahrt noch. Ich lasse vielleicht noch 1-2 Minuten laufen ohne mein Gesabbel. Und ansonsten wünsche ich euch ein wundervolles und schönes Wochenende bei 30 Grad mit euren Liebsten. Macht was Schönes, fahrt vorsichtig und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine wundervolle Zeit. Bis denn mit eurem Packer. Ciao, ciao.